Braucht man, um als Profifotograf erkannt zu werden, eine Nikon- oder Canon-Kamera? Ich habe bei meinen letzten Videos, wo es um... Hi Oskar, wir begrüßen Oskar, den Spezialisten für professionelle Kamerasysteme hier im Set. Hallo Oskar. Nach meinem Video, wo ich den Systemwechsel von Spiegelreflexkamera auf Spiegellose erklärt habe, habe ich einige auch sehr gut gemeinte Mails bekommen, wo Leute gesagt haben, ja, das ist ja alles ganz toll und schöne Kameras, aber nimmt man einen als Profifotografen überhaupt ernst, wenn man nicht die klassischen Kameras wie Canon oder Nikon mit großen Objektiven dabei hat? Eine Frage, die vielleicht durchaus berechtigt ist, die ich aber eigentlich komplett beneinen muss, und das möchte ich jetzt in diesem Video erklären. Bei mir ist heute Oskar, der beste Fotohund der Welt. Und wir beginnen mit unserem heutigen Thema. Ich beginne vielleicht mal mit einem Vergleich. Ich stelle mir jetzt mal vor, ein Jazzkonzert und auf der Bühne sitzt ein Blues-Gitarrist. Und ich weiß nicht, ob Sie schon öfters auf Blues-Konzerten waren. So ein guter, alter Jazz-Gitarrist hat manchmal eine Gitarre dabei, die völlig abgenutzt ist, wo der Lack weggekratzt ist, die also bestimmt 30, 40 oder mehr Jahre alt ist und spielt auf dem Ding göttlich. Und da stellt sich mir halt auch die Frage, braucht dieser Gitarrist, um als Profi anerkannt zu werden, jedes Jahr immer die neueste Gitarre vom teuersten Hersteller? Und ich denke nein, weil der Gitarrist, der wirkt durch die Qualität seiner Arbeit, durch das, was er in die Arbeit reinlegt. Er konzentriert sich also nicht auf die Technik, er konzentriert sich auf seine Musik. Und genauso sehe ich das eben in der Fotografie auch. Wenn man ein Werkzeug hat, das funktioniert und das genau das tut, was man möchte, dann kann man sich auf die Arbeit konzentrieren. Und ich denke, man sollte durch die Qualität seiner Arbeit den Kunden beeindrucken und nicht durch die Kamera, die man umhängen hat. Ich bin sowieso der Meinung, dass inzwischen gar nicht mehr zu unterscheiden ist, ob jemand Profi oder Amateur ist, zumindest nicht an der Technik, weil viele Amateure sich sogar viel teureres Equipment leisten können, als es mancher Profi kann. Ich erkläre aber trotzdem noch mal meine Idee hinter dem Systemwechsel. Ganz kurz, wer das genau nachvollziehen möchte, wir haben ja hier auf Spiegellos gewechselt, kann das Video anschauen, da wird das genau erklärt. Ich habe hier eine Kamera, die sehr klein ist, die handlich ist, die für unterwegs super geeignet ist, die die richtige Auflösung hat und die eben auch die richtige Bildqualität liefert für Events, für Porträtfotos, für Businessfotos, also alles dabei. Und ich vermisse hier nichts. Und für mich ist das einfach eine Kamera, die mir sympathisch ist und mit der ich deswegen gerne arbeite. Natürlich kann man sagen, APS-C-Sensoren ist natürlich ein bisschen schwierig. Abgesehen davon, dass die Qualität kaum anders ist als mit manchem Vollformatsensor, braucht man natürlich für manche Sachen einfach auch einen großen Sensor, eine hohe Auflösung. Aber ich würde auch nie mich nur auf eine spiegellose APS-C-Kamera komplett verlassen. Aber fürs Studio haben wir hier unsere Mittelformatkamera. Da haben wir 60 Megapixel, großen Sensor, also auch ein gutes Spiel mit Schärfentiefe. Und als Paket, wenn man das als Paket sieht, ist es eigentlich ideal. Kleinhandlich für unterwegs, gute Qualität, und wenn man es dann richtig braucht, also richtig viel Pixel, richtig große Sensoren, dann gleich auf Mittelformat. Und insofern denke ich, dass ich auf bestimmte Namen und auf bestimmte Statussymbole dann verzichten kann. Das gilt, was ich hier gesagt habe, gilt natürlich nur für mich. Jeder hat seine eigenen Ansprüche. Ich möchte hier mit diesem Film, mit diesem Video einfach nur ein Plädoyer aussprechen. Suchen Sie sich die Kamera aus, mit der Sie sich wohlfühlen, egal welche das ist. Das kann natürlich auch eine Spiegelreflexkamera sein. Aber lassen Sie sich nicht von anderen beeinflussen. Das musst du haben, sonst nimmt dich keiner ernst. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen aus dem X-Lab. Oskar.
Oskar. Der schläft inzwischen. Vielen Dank für Ihre hilfreiche Unterstützung und für Ihren fachmännischen Rat. Pro.